Moin Moin, willkommen zurück zu MechWarrior Mercenaries bei der Schrottgang. Ich hoffe, ihr habt die Weihnachtszeit gut überstanden. Wann genau dieses Video rauskommt, am 26. oder 27. bin ich mal unsicher. Wollen wir mal gucken, wie YouTube und ich das hier bearbeiten können. So, folgendes haben wir gemacht. Ich habe jetzt währenddessen, das ist ja eh lahm, unsere ganzen, wir waren ja, glaube ich, ich gucke nochmal hier. Warum ist denn jetzt ein Schwarzmarkt verfügbar? Gut, wir waren auf jeden Fall hier und ich bin da rausgeflogen, um nach Kolja, um unsere Max zu reparieren. Hab sie auch ein bisschen umgerüstet, wie ihr es gesagt habt. Zum Teil bin ich jetzt auf Panzerung gegangen. Ich glaube, hier bei ihm habe ich sogar den Raketenwerfer unten, weil ich ja eh keine Munition hatte und auf dem Markt gab es da irgendwie keine, aber ich habe keine gefunden. Hab den ausgebaut, mehr Platz für Panzerung gehabt. Bei ihm habe ich mir das gar nicht angeguckt. Jetzt sage ich, ich habe es bei jedem gemacht. Sprungdüsen raus, die habe ich nämlich nicht gemacht. Aber der hat auch nichts mehr. Vielleicht hier noch ein bisschen Heck wegmachen. Und mehr auf die Front. Traue mich Heck gar nicht wegzunehmen. Ich möchte jetzt auch von den Waffen auf keine verzichten. Umrüsten kostet wieder 2 Tage. Machen wir mal. Ja, ist extra teuer. Wir haben auch echt jetzt schon fast eine halbe Million oder 600.000 haben wir. 600.000 bis 700.000 haben wir locker verloren. Mit den Rumreisen und unser Pilot Dawson ist immer noch verletzt. Machen wir auch nochmal. Wahrscheinlich ist dann wieder ein Monat um. Dann muss ich wieder 100 und ein paar zerquetschte 125.000. Ach ne, erst in 63 Tagen, Gott sei Dank. So, ich bin extra jetzt, wie gesagt, einen Umweg geflogen, quasi. Wir waren ja hier. Hier war noch eine Mission, quasi. Aber mal hier. Ne, wir waren hier, glaube ich. Egal. Ich bin jetzt hier hingeflogen nach Latexo. Weil Latexo hat einfach mehr Missionen. 3 Missionen sind verfügbar. Und ich hoffe mal, Missionen, die ein bisschen einfacher sind. Wir brauchen Geld. Weil hier sehe ich schon... Stufe 8. Nest entleeren. Oder starte den Angriff. Nehmen wir doch mal starte den Angriff. Starte den Angriff. Vertreter vom Haus. Davion. Unsere Feinde haben Informationen über unsere wichtige Versorgungskolonne erhalten. Das Überleben der Kolonne ist absolut notwendig für unsere Kriegsanstrengungen. Die Kolonne verfügt über Waffen, Ausrüstung und Rohstoffe, die für unsere Kämpfer an der Front bestimmt sind. Wir haben feindliche Streitkräfte erkannt. Wir möchten, dass du sie direkt angreifst und ihre Ankunft so lange wie möglich hinauszögert. Ah, oh, das klingt nach Aua. Das klingt schon wieder, dass wir groß auf die Fresse kriegen, aber Schwierigkeit 8 und wir hatten bisher immer 11. Auf 11 habe ich gerade keinen Bock mehr. Das ist zu teuer. So, und wir haben 4 Verhandlungspunkte. Ich setze nochmal, oder alle, falls wir Mac kriegen, dann haben wir 10. 10 Schrottanteile. Aber ich brauche Geld. Schadensabdeckung ist auch nie verkehrt, weil wir kriegen immer Schaden. Ah, fuck, ey. Weil diesen einen Mac, den ich habe hier, der ist einfach... Der Kleine, wo ist er denn? Der hier. Low Cost, das ist einfach ein Drecksding. Das ist... Kriegst doch kein Geld, wenn du verkaufen willst. Andere kriegen hier, die anderen sind so über 1 Million wert. Der hier, pff, 80.000 oder keine Ahnung. Will keiner haben. Drecksteil. Ich mach... Schrottanteile. Ich ärgere mich jetzt schon. Ich mache Schadenabdeckung 2 auf Schrottteile. Alter, lass mich ja nicht das... Ja, wir haben noch nicht mal das Gesamtgewicht, was wir
ja, Dawson hat immer Pech, weil der ist halt immer verletzt. Dank diesem kleinen Kackmech. Ey, den müssen wir sowas von austauschen. Ja, wir sind bereit. Wo mir gerade auffällt, der Jalvin oder wie auch immer man sprechen mag, JVN-10F, der ist ja bemalt, der Jänner noch gar nicht. Den müssen wir auch nochmal bemalen mit Freeman. Passt hier gar nicht in unseren Schrott-Look rein, unser Chaos-Look hier. Ich muss auch gestehen, ich habe jetzt gesündigt zur Weihnachtszeit. Ich habe mir ein anderes Spiel gekauft, Red Redemption 2. Und habe das sehr, sehr viel gesuchtet. Und habe dann erstmal die anderen Spiele, die man so spielt, links liegen lassen. Ihr kennt das wahrscheinlich. Neue Spiele spielt man immer am häufigsten. Darum ist es jetzt schon wieder ein, zwei Tage her, dass ich jetzt MechWarrior gespielt habe. Ich hoffe, ich bin jetzt noch nicht zu sehr eingerostet. Obwohl mir gerade einfällt, ich hätte mal mir nochmal die Befehle angucken sollen. Aber naja. Wird schon irgendwie hinhauen. Oh, was lädt der denn so lange? Junge, wir haben keine Zeit. Ja. Lasst mal ein Abo da. Wenn ich mal 1000 Abos habe, kriege ich endlich mal Geld von YouTube. Vielleicht kann ich mir davon einen neuen Highscore oder einen ganz tollen neuen Rechner kaufen. High-End meine ich. Das habe ich gerade gesucht, das Wort. Highscore. Vor lauter Laden kann ich schon nicht mal reden. Oh. Die letzte Anzeige mit 321 kann man sich auch sparen. Haben wir schon 5 Minuten gewartet. Commander, enemy forces will inevitably overrun this area, but we have been tasked with holding them back for as long as possible. So. We have substantial combat bonus opportunities the longer you can hold them off. But be sure not to overextend yourself. Ach ja, diese F-Tasten konnte ich nicht umbenennen. Scheiße. So, erreiche Checkpoint Alpha, um deine Stellung zu beziehen. Machen wir. Es gab doch eigentlich auch noch Befehl hier Stellung halten, das habe ich mir nicht notiert. Ist gerade nicht sicher. Ach, Mensch. Kein Kommentar. Oh nein. Ich dachte gerade echt. Ach, der Pfeil zeigt in die richtige Richtung. Da müssen wir hin. Nein. Ach, hier geht's nicht nach Pfeile, hier geht's nach Sterne. Oh, ein bisschen vertraut machen. So, hey, da sind wir. Wir wollten nur mal kurz gucken, was da hinten ist. Wir sind gleich da. Da hinten sah was Besonderes aus. Es hätte da eine Kiste sein können oder irgendwie der Feind war da hinten schon. Genau, wir haben den Feind gesehen. Den haben wir aber gerade hier, zurückgedrängt. Das waren wir auch nicht, das war vom Feind. Mach doch hier nicht die Mauer kaputt, Freeman. Oder, ja, du bist... Nee, Dawson musst du sein. Hässliche kleine. Die Dawson ist da hinten, das wird doch Freeman. So, ich muss da rein. Dann mach ich doch alles kaputt, wenn ich da drinne bin. Es tut mir leid, aber. Ich glaube, this cold is in a free heat sink. Watch your rate of fire. Enemy forces moving in, Commander. Get ready for them. Toll. Jetzt bin ich hier mitten im Nirgendwo, mach alles kaputt. Wo kommen die Feinde? Ah! Freeman, da macht sich selber kaputt, dieser Horst.
Wo habt ihr denn die Feinde? Feinde gesehen. Ein zerstört. Bleiben noch 14. Hä? Wir hätten einen zerstört von euch. Gut gemacht, Jungs. Und Mädels. Got another one. Super. Enemy forces continuing to converge on your location. Stay frosty, Commander. Mann, die ganze Basis im Arsch. Oh, Mac. Scheiße. Attacke. Ja, mach den kleiner. Da muss doch mal verrecken, der Gute da. Gut. Jetzt haben wir ja schon alles klein geholzt hier. Komme ich da jetzt durch? War ich nicht, das war schon kaputt. Tut mir leid, sorry. Das waren erst 9 von 16. Wir brauchen bessere Aufklärung. Aufklärung. Feind voraus. Scheint wieder ein feindlicher Mech zu sein. Da freue ich mich ja drauf. Gut gemacht. Oh, das war ein teurer LKW. Sonderanfertigung. Target acquired. Ups. Tango down. Target acquired. Los, zerleg den. Ah, ist ein Spider? Diesmal verdammt schnell. Ups, sorry Jungs. I got it. Your resistance is pulling in more hostiles from the surrounding area. Target acquired. Noch so eine kleine Scheißspinne. Reicht ja wohl. Es kommen mehrere. Fuck, der umkreist mich. Oh, danke Jungs, danke Jungs. From here on out, we're racking up bonus pay. Stick around as long as you like. We're on standby to pick you up when you're ready for evac. Happy you made it out of there alive, Commander. Stand by for pickup. Ein Panther? Was ist das? Kenn ich nicht. Ey! Das war doch. Du hast was vom Bonusgeld gesagt, den wollte ich jetzt töten. Was tust du? Spiel! Aber wir sind noch nicht mal abgeflogen oder so. Wir wollen noch gar nicht abholen. Was ist denn los?
Ich habe ja auch nicht zugehört, ganz ehrlich gesagt. Ne? Ich weiß jetzt nicht, was sie gesagt hat, aber wir haben... Ja, yeah, Stufe 4! Yeah, unser Ruf ist gestiegen. Jetzt sind wir bekannt. So, 212 C-Noten. Mich interessiert erstmal Auszahlung 410. Mich interessiert erstmal, oh, hier Haus Kurita, die mögen mich nicht. Ist mir egal. So, wir haben kein Mac mitnehmen können. Schade, aber wir haben hier tolle Laser. Habe ich 6 im Besitz? Okay. Kann man die Sachen nicht verkaufen? Hier ist ein M-Laser, da geht mir aber mal ein Mac immer kaputt. Halbe Maschinengewehr-Munition, warum halbe? So, ich nehme ein Maschinengewehr mit, weil ich kenne da jemanden, der seins immer kaputt macht. Oh, es waren zu viele Schrottanteile. Nehme ich einen wieder weg. Sprungdüsen können wir da lassen, also eigentlich eine schlechte Auswertung hier. Haben wir zu viel kaputt geschossen. So, Basisauszahlung, behandelter Bonus, zerstörte feindliche Streitkräfte, erlittene Schäden nur 83.000, das ist doch mal nice. Alle haben überlebt, krass, also keiner ist, den hat es ganz schön hier zerbrochen. Milch, hier die Beine sind weg. Aber der Locust, der hat mal überlebt. Was? Ja, Mai. Läuft. Reparieren wir trotzdem mal alle. Reparieren. 8 Tage. Ja, ist hier teurer, ich weiß. 2 Tage. Ja, für ihn habe ich extra Maschinengewehr mitgenommen, weil er macht ja seins immer kaputt hier. Nur mal müssen wir 8 Tage wieder warten. Dann gehen wir mal hoch zu unserer Tussi. Mal gucken, ob die uns noch was zu erzählen hat. Schließe Aufträge ab, um deine Kompanie zu erweitern. Steigere deinen Ruf. Machen wir doch gerade. Hi Tussi. Ne, erzählt nichts. Wir können ja nochmal. Warte. Ne, der bleibt so wie er ist. Den hier, den müssen wir irgendwie umbemalen. Lackieren geht nicht, weil ist gerade in Reparatur. Gut, dann müssen wir warten. Danke, haben wir gewartet. Alle soweit wieder einsatzbereit. Ja, muss umlackiert werden. Nur was vorgefertigt ist. Das sieht scheiße aus bei dem. Eigentlich. Da wir eh gerade für die Fraktion kämpfen, können wir uns ja vielleicht damit bei uns ein bisschen einschleimen. Sherman. Ich muss noch mal irgendeinen mit Sherman machen. Was macht hier so eine Zweiter Weltkriegsname von so einem Sherman-Panzer mit so einem amerikanischen Stern? Was macht das hier in diesem Spiel? Das habe ich noch nicht verstanden. Waldtarn. Als ob der sich tarnen könnte. Sicher. Mein Mac ist getarnt. Er ist nur größer als die Bäume und ragt hinaus 10, 20 Meter. Er wird nicht erkannt. Er hat Waldtarnung. Rambazamba. Hier kriegst... Ach nee, es wäre auch schlau, wenn wir hier das Haus, die Farbe von dem Haus haben. Vielleicht denken dann die Feinde, hey, der gehört zu uns. Aber hier, wir wollen uns über den einschleimen hier. Anwenden. Hallo, zurück.
Irgendwie hätte Sherman besser ausgesehen, aber na gut. So, wir steigern unseren Ruf weiter, indem wir in diesem Sektor bleiben. Oder System. Und wir machen das Nest entleeren. Jetzt kriegen wir nur 3 Schrottanteile. Oh, wir haben jetzt aber mehr Punkte zur Verfügung. Aha! Und Schadensabdeckung. Energie. Ja, alle gesund, alle top, alle gut. Let's go. Ah, kann ich nochmal einen Schluck aus der Kaffeetasse nehmen. Ich hoffe, wir schließen genauso gut die Mission ab wie gerade eben. Weil nach der, wenn wir dann jetzt die Mission gehabt haben und dann noch diese 11er machen, Schwierigkeitsstufe 11, dann können wir erstmal wieder reparieren gehen. Das weiß ich jetzt schon. Neuer Mac wäre gut. Dann für den Low-Cost raus. Den kleinen. Wobei, ein, zwei schnellere Mechs muss man ja behalten, finde ich. Weil uns einfach gegen die anderen schnelleren Mechs, um da ranzukommen. Schrottgang. We have been tasked with the destruction of an industrial center marked at Nav Point Alpha. Be sure to watch your fire around any pipes or tanks, as the contents have the potential of being explosive. Okay. Dann bleibt erstmal bei mir, meine Freunde. Dass ich auch nicht sehe, diese Befehlsbutton, dass ich die nicht irgendwie so eine Rückmeldung kriege. Hey, sie haben den Befehlsbutton zu mir gedrückt. Wir kommen zu dir. Oder hat er das rausgenommen? Steuerung. Maus und Tastatur. Ja, hat er rausgenommen. Du kleine Drecksau. Mein Ziel attackieren. Entschuldigung. Hierzu hatte ich 9 gemacht. Ah, fuck, das war 7. Hat er zurückgesetzt, diese kleine Sau. Weil hier diese Belegung, Waffengruppe 1 und 2, okay, das ist noch okay, aber jetzt hier, wo war das? Mit Gas runtergehen oder so, wo das war. Das ist mir Wurst. Kannst du dir eine Puppe schmatzen? Braucht keiner. Vielleicht hat das nicht funktioniert wegen dieser Doppelbelegungsgeschichte. Das Gas mache ich mit WASD, mein Gott. So. Ich wollte gerade sagen, wir haben doch mal immer eine Information bekommen. Target destroyed. Target destroyed. Target destroyed. Oh, wir haben schon deftig Schaden gekriegt. Target acquired. So, auch dann bleiben. Asia Girl. Target destroyed. Target acquired. Ah, das Ziel, die sind wir zu niedrig. Target down. Target destroyed.
Target acquired. Was ist das? Ich krieg den Form da nicht. Ach, ich liebe das, wenn sie es sagt. Ups, jetzt habe ich wahrscheinlich meinen eigenen Mac getroffen. Ich weiß auch gar nicht, wie sich das im Spiel mit Friendly Fire verhält. Gibt's bestimmt. Wow! Keep at it, everyone. Target identified. Bring it down. Leave nothing left for them to salvage. I'm showing heavy damage to a number of the facility structures. We appear to be about halfway there. This area is on its last legs, Commander. Just one final push, and then we can all go home. Final push, das klingt gut. All power signatures gone. No one's gonna be able to utilize this complex for quite a bit. Ab da. Time to get out of here, Commander. Ab da, den auch noch. Yeah! Boah, ich sag kleine. Ich bin eher für die großen Ziele ausgelegt. Das war's schon? Falling in behind you. Na, siehste, es gibt's wieder Feedback. Okay, das meinte ich ja. Bonusmäßig fertig hier. Hast du gut gemacht. Und beam me up, Scotty. Tolle Leistung. Das war ein einfacher Auftrag. Das war ja, das ging ja. Das ist eine gute Mission, die mag ich. Ich habe einen Arbeitskollegen, der spielt das auch. Der hat sich auch beschwert, dass die Mission, der hat dasselbe Problem wie ich, dass diese Elva-Mission einfach zu schwer waren. Ich weiß nicht, ob er weitergespielt hat. Nach dem Urlaub kann ich da ja mal nachfragen. So. Aber wieder keine Max. Ah. Und jetzt haben wir echt nur Scheiße. Ich nehme mal ein Maschinengewehr mit, aber fünfmal Scheiße. Wo diesem Jahr schon mal kaputt gegangen. Das hat sich diesmal nicht gelohnt. Schade. So, unser erlittener Schaden ist weniger als vorher. Ja gut, unsere Jungs sind aufgestiegen. Das ist auch schon mal ein Vorteil. Oh! Mein verfluchter Lowcost, der hat keinen Schaden genommen. Alter, bist du jetzt doch langsam gut, oder was? So. Was war das gerade mit Leopold 1? Achso, das ist wahrscheinlich die Stufeninformation. Dann sollen wir mal leider wieder reparieren. Ne, lackieren nicht, reparieren. 6 Tage... Ja, wegen Konfliktzone kommt da dann was drauf, aber es ist nur ein leichter Schaden, das geht ja. Ja, dann würde ich sagen, tut mir leid, dass es ein kleineres Video wurde. Weil ich glaube, jetzt eine dritte Mission anzufangen, die ein bisschen größer ist, da wird das wieder ein bisschen länger dauern, das Ganze. Ja. Dann machen wir hier mal einen Break. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ja, bis zum nächsten Mal, ne? Liken nicht vergessen und ja, ciao!